Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 9. Dezember und wir haben 17.45 Uhr, wenn ich mit dieser kleinen Analyse über den DAX anfange. Bevor ich das mache, will ich euch Folgendes zeigen. Der Nikolaus hat mir was dagelassen für euch. Es geht jetzt hier nicht, das ist der Mario Lüdemann, um die Rendite Unlimited. Die findet im Februar statt. Da könnt ihr euch unter hier lüdemann.com, mario-lüdemann.com informieren. Ich mache jetzt am Sonntag, das ist der 13., um 17 Uhr ein kostenfreies Webinar, da geht es also nur um K.O.-Scheine. Welcher Schein, welche Basis, welcher Emittent, wann kaufen, wo Stopp legen und. 17 Uhr und das ist kostenfrei, könnt ihr euch gerne anmelden. Ihr schickt ein Mail entweder hier an info@mario-lüdemann.com oder an info@schlegel-trading.com. Dann schicke ich euch den Link und wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr die Bestätigung, bekommt ihr von Mario. Mario ist so freundlich und stellt mir seine GoToWebinar. Software zur Verfügung und ich rechne mal 90 Minuten, wenn es 120 werden, ist mir das auch egal. Sonntagnachmittag habe ich meistens Zeit. Da könnt ihr fragen, was ihr wollt, das ist also interaktiv. Ja, und dann gehe ich auf alles ein, ich habe einen roten Leitfaden und schaut es euch mal an. Für Anfänger geeignet, für Fortgeschrittene geeignet, da gibt es ein paar Sachen, die sind mit Sicherheit sehr interessant. Eigentlich ist es für den Chat ausgelegt, da habe ich mir gedacht, wieso nicht? Ja, ich habe also gestern auch ein Webinar für die Deutsche Börse gehalten. Da kommen also auch einige dazu und da freue ich mich sehr drauf. Und das wird natürlich in gewohnt lockerer Atmosphäre stattfinden. Also hier sind die beiden Mails, schickt es rüber, dann kriegt ihr den Link. So, jetzt gehen wir in den DAX. Da fallen mir auf Anhieb, na, ich würde mal schätzen, 10 Fäkalausdrücke ein. Also ganz locker, ich sag's mal lieber auf Französisch, c'est une cune bordel de merde. Es ist echt frustrierend. Wir haben nicht nur einen Doppeltop, was viele jetzt hier wahrscheinlich sehen. Es ist ein Dreifachtop. Wir kommen von hier hinten. Wir schaffen diese Marke nicht. Zumindest nicht während des Tages. Bei dieser Aussage, die hatte ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gemacht, bleibe ich auch. Ich glaube nicht, dass wir während des Tages aus eigener Kraft darüber gehen. Da muss irgendwas Externes kommen. Ich weiß nicht, ob die Frau Lagarde morgen die Möglichkeit hat, soll das Rad neu erfinden. Ich wüsste nicht, wie. Das Schlimme ist, es ist nicht nur ein Dreifachtop, sondern wir schließen heute den Tag mit einem Inverted Umbrella Doji. Also wir gehen richtig fett hoch, wir schließen in etwa da, wir waren bei 13.340 auf dem Eingangsniveau. Das kann nicht gut sein, das kann nicht gut gehen. Als allererstes, jetzt hier ist ja der Tageschart, habe ich hier diese Unterstützung. Das ist die 13.163. Das wäre ein erster echter Warnschuss, wenn wir da drunter gehen und schließen. Die Bänder, die jetzt am Wochenende so schön zusammengegangen sind, gehen jetzt parallel und sind nach wie vor super eng. Wir sind aus dem Band raus, ins Band rein. Ist nicht positiv. Drehen Sie den Chart mal um, wenn Sie sagen, boah, das ist ja eine Art Hammer. Das sieht ja cool aus. So mache ich das auch ganz gerne. Ich drehe den einfach mal um. Und was mache ich dann? Kein Signal, kann auch nicht vom MACD. Völlig neutral, Seitwärtsphase seit hier, kann man nichts mit anfangen. Ja. An die Schüler von gestern, das ist also das Beispiel, was ich immer wieder angesprochen habe. Wann nutzen die Bänder und wann sagen sie einem eine Seitwärtsphase voraus? Stochastik, völlig neutral. Dass die jetzt hier dreht, ist mir egal. Kennt das? Ich schaue immer nur auf die Extrempunkte, einmal hier, von über 80, unter 80. Und von unter 20, über 20. Also das gefällt mir hier gar nicht. Jetzt gehen wir mal auf 4 Stunden, da ist nämlich auch was passiert. Ein frisches Verkaufssignal über die 4-Stunden-Stochastik. Das MACD baut sich leicht ab, aber ist auch hier, naja, es ist keine ausgeprägte Welle. Ja? Aber trotzdem, es wird leicht negativ. Auch hier, aus dem Band raus, ins Band wieder rein. Hier sieht man das Doppeltop, das Dreifachtop sieht man jetzt hier nicht. Also das ist nicht schick. Hier ist der Punkt, jetzt male ich mal hier rein, der erste echte Warnschuss. Ups, da. 13.163. Also auch von hier darf mir das nicht gefallen. Da ist nichts Positives, also ich sehe da jetzt momentan nichts Positives. Gehen wir mal auf die Stunde runter. Die Stunde auch negativ. Und auch hier in der Stunde schaue ich gerne auf das MACD. Lang, kurz, kurz. Da wären wir. Lang, kurz, kurz, hier. Da gab es also das Verkaufssignal, also die Bestätigung des Verkaufssignals vom MACD schon ein wenig früher, und zwar hier, das ist diese Kerze, über die Stochastik. Die Bänder, oder andersrum,
dass der Bewegung entgegengesetzte Band hat also auch gedreht. Da gab es keinen nennenswerten Grund, long zu gehen. Und den habe ich jetzt momentan auch noch nicht. Wir haben zwar den 20er gleitenden Durchschnitt gesehen, aber in der Stunde schaue ich da nicht so drauf. Also von hier, Stochastik auch weiter negativ, traditionelle Sichtweise, MACD negativ. Ich habe hier nichts Positives. Ich habe hier gar nichts. Und sollten wir diese 13.163 mit Schlusskurs unterbieten, jetzt muss ich nochmal auf den Tag zurück, kann ich mir also auch locker ein Unterbieten der 13.000 vorstellen. Da ist nichts mit Jahresendready. Also zumindest nicht nach diesem Chart. Ich gehe mal zurück auf die 4 Stunden. Das ist also ein wichtiger Punkt nach unten, 13.163 und wir bleiben bei der 13.475. Ich weiß nicht, was die Nachricht sein könnte, die ihn jetzt darüber prügelt. Aber ich bleibe bei der Einstellung, das schaffen wir nicht während des Tages. Ich habe euch folgenden K.O.-Call mitgebracht. Den hier. 12.937. Da sind wir hier unten. Der Hintergrund ist, der darf meines Erachtens nach nur dann gekauft werden, wenn wir hier wirklich drüber gehen und mit mindestens einer Stundenkerze drüber schließen. Vorher nicht. Also jetzt nicht, dass einer denkt, ach, da halte ich jetzt mal die Hand auf. Das ist zu früh. 12.937, im Moment ein 32er Hebel mit der Kennnummer Gustav Friedrich 6, Nordpol Jochen Qualle. GF6NJQ. Erst dann, wenn wir hier drüber gehen. Beim Put mache ich es mir einfacher. Wenn ich behaupte, wir schaffen das nicht während des Tages, kann es nur eine Übernachtbewegung sein. Und die, stellt euch mal vor, ihr kommt morgens rein und wir sind bei 13.500. Dann hecheln die Shorts. Dann geht er auch relativ schnell auf die 13.600, 700, 750. Deswegen möchte ich eigentlich einen Schein nehmen, der ganz knapp hier hinter liegt. So um die 13.500 und dann schiebe ich hier den Hebel hoch und nehme diesen hier. 13.531. Das ist im Moment fast ein 80er Hebel. Warum? Wenn wir wirklich drüber gehen, dann hört er auch nach 100 Punkten nicht auf. Das ist meine Meinung, weil wirklich dann hecheln die Shorts. Und warum soll ich dann einen hier oben nehmen bei 13.800 oder so? Könnt ihr natürlich machen, müsst ihr euch früher stoppen. Aber wenn das ein Gap wird, kann das teuer werden. Deswegen gehe ich möglichst nah ran an diesen Punkt. Und ich habe jetzt den hier gefunden, 13.531. Der verliert am Tag ungefähr 75 oder 0,75 Punkte. Das ist die Kennnummer GF20CW. Gustav Friedrich 20 Cäsar Waltraud. Der ist super eng, das ist mir völlig klar. Aber für mich macht es keinen Sinn, einen hier oben zu nehmen. Wenn ein großes Gap käme, dann verliere ich einfach zu viel und dann spendiere ich lieber hier die 30, 33 Punkte Aufgeld, aber muss die nicht irgendwo hier oben vom Himmel kratzen, wenn es daneben läuft. Also, es würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag kommt. Wir haben eine große Lizenz, es haben sich also auch schon ein paar hundert angemeldet. Das wird ein Heidenspaß, ich sehe das ja immer recht locker. Das Thema eng und ernst, aber die Art und Weise, wie ich es mache, ist es so, dass es für jeden verständlich ist. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Ist überhaupt kein Thema. Man sieht euch auch nicht und ihr hört mich und dann könnt ihr schreiben, was auch immer ihr schreiben wollt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.